das etwa? Oh. Ha, Flötennase, du hast es geschafft! Murmeln? Was sollen wir denn mit Murmeln? Allgemeines Murmeln. Schau dir das an. Conroy muss sie gebaut haben. Nicht Conroy. Es gibt nur einen Asposa, der sowas bauen kann. Mein Vater muss hier irgendwo sein. Du brauchst keine Angst haben. Was? Oh. Er muss hier irgendwo stecken. Ich muss zu ihm. Warte, was soll ich denn ohne dich machen? Nimm das hier. Ein Zettel? Aber was soll ich, Viel Glück! Laura? Ich glaube, sie ist zu diesem großen, bedrohlich aussehenden, von Wachen umzingelten Gebäude gerannt. Toll! Ja, und herzlich willkommen in... Ich weiß nicht genau, was das ist. Die Werkstatt? Auf jeden Fall... Sehen wir hier die ganzen Basylen und die sind tatsächlich ferngesteuert. Ferngesteuerter, als ich dachte, dass sie es wären. Ich hätte nicht gedacht, dass es Maschinen sind. Muss ich zugeben. Oh, eine Kaffeemaschine. Nicht alle Maschinen sind böse. Kaffeemaschinen retten täglich Menschenleben. Eine leere Kaffeekanne. Ich weiß noch, dass Conroy seinen Kaffee rabenschwarz mochte. Ohne Milch, ohne Zucker und ohne Gnade. Wie seine Seele. Da ist nichts drin. Da gehört Kaffee rein. Du kannst die Kanne aber klauen, du alter Trichterkopf. Da ist ein Filter drin. Und er ist bis zum Rand mit Kaffeepulver gefüllt. Aha, kann ich das mitnehmen, oder? So brüht man keinen Kaffee. Ja, du Schlaumeier. Okay, Lauras Notiz. Wir haben von allen Sachen natürlich nur die Handpuppe behalten, wie immer. Da steht drauf, hey, schau mal da drüben. Warum hat Laura mir den Zettel gegeben? Wahrscheinlich werden wir den später noch irgendjemand anders geben müssen. Die Conroy-Handpuppe kennen wir schon. Ein Kurbelkasten? Dieser Kurbelkasten und die Flagge haben irgendwas miteinander zu tun. Ich weiß nur noch nicht was. Und uns fehlt offenbar die Kurbel. Wo ist die Kurbel? So funktioniert das nicht. Bestimmt in Kurbistan. Da kommen wir gerade nicht hin. Mechanischer Basyl. So ein Drecksack. Es ist wirklich eine Maschine. Conroy schreckt einfach vor nichts zurück. Warum habe ich ihn all die Jahre nicht durchschaut? Es bedeutet, dass Conroy entweder der brillanteste Lügner Asposiens ist oder ich einfach ein Riesenidiot. Nein, es lag an Conroy. Ja, ganz, ganz bestimmt. Und die Frage ist natürlich nur, hat der Conroy wirklich all die Asposia versteinert, / umgebracht? Ist er zu so einem Massenmord fähig? Und dann ist die Frage, wofür? Für welches Ziel? Ich meine, der lebt da in seinem komischen Tempel natürlich, aber er ist jetzt nicht so mit Reichtümern oder sonst irgendwas. Oder ging es ihm einfach nur prinzipiell um die Macht? Ich glaube, das hier ist der Motorraum. Müssen wir mit dem Ding nachher rausfliegen, kugelförmiges Bauteil? Das runde Bauteil liegt genau vor dem rechten Fuß der Wache. Können wir... Ach ja, vielleicht kann er ja kicken. Kann ich das haben? Nein, das brauche ich noch. Glaube ich. Und warum sagen die Wachen denn nichts? Oder sind die auch mechanisch? Eine Mechanikerwache. Hoffentlich entdeckt sie mich nicht. Obwohl das auch dann unwahrscheinlich wäre, wenn sie keinen Bauplan vor der Nase hätte. Und die sind alle geklont oder was? Deswegen haben die vielleicht auch Nummern gehabt. Wachenummer dies und das. Ist das irgendwie eine Klonarmee? Alter, jetzt drehe ich natürlich durch mit meinen Anschuldigungen. Klarlack. Wenn man Dinge damit bestreicht, sieht alles genauso aus wie vorher. Sinnloses Zeug. Wenn man aber die Nase reinhält und einen tiefen Zug nimmt, dann wird einem plötzlich alles ganz klar. Deswegen heißt er auch so. Kann ich den Eimer mit dem Klarlack haben? Klar. Nein, das dürfen nur Mechanikerwachen benutzen. Und du bist ganz offensichtlich keine.
Dafür braucht man eine Klarlack-Ausbildung. Wundert der sich nicht, dass wir hier sind? Ein Inbusschlüssel. Willkommen bei IKEA. Ein Inbusschlüssel? Sehr praktisch. Ich spüre auf einmal den Drang, Schränke sinnlos aufzubauen, willkürlich Möbel zu erschaffen. Kann ich das haben? Hallo, ja, na, du? Nein, ja. Und du siehst nicht aus wie ein... Ach so, tut mir leid. Kein Problem, ich vergesse auch immer, warum ich hier bin. Das heißt, wir müssen irgendwie aussehen wie eine Wache. Können wir uns da vielleicht ein Bild aus der Reihe nehmen? Huch. Er liebte das Bier, er liebte die Frau, er liebte auch Arsen, Mechanikerwache... Paul, keine Ahnung. Stark wie nie gesehen, Bauchmuskeln wie ein Brett, sah er nicht den Schacht, Marschierwache 10, Violett 8. Stark wie nie gesehen, Bauchmuskeln wie ein Brett, sah er nicht den Schacht, Marschierwache 10, Violett 8. Er trug Hüte aus Papier, er ließ sich gern nackt anschauen, sie schnappten ihn in der Nacht, Rumstehwache 4, Braun 8. Papier 4, Anschauen braun, Nacht 8. Gesehen 10, Brett violett, Schacht 8. Bier 4, Frau grau, Arsen 10. Warte, ich schreibe mir das mal ganz kurz auf. Also, ganz kurz, das sieht zumindest so aus. Gesehen 10, Brett violett, Schacht 8. Papier 4, Anschauen braun, Nacht 8. So sieht das für mich aus, deswegen Bier ist bestimmt... Moment. 4, Frau ist grau. Vermute ich zumindest. Und Arsen wird wohl 10 sein. Oder 1010. Moment, Auge juckt. Ah. Oh, ich brauche ein neues Auge. Ich hole mir nachher mal eins aus dem Werkzeugkoffer. So. 4 grau 10. Oder können wir da sonst noch irgendwas machen bei der Bilderreihe? Nachrufplakette. Stark wie nie gesehen. Bauchmuskeln wie ein Brett. Ja. Sah er nicht den Schacht? Marschierwache 10, Violett 8. Ach, und hier ist ja auch die Mechanikerwache. Das heißt, wir brauchen das hier irgendwie als Code oder irgendwas, keine Ahnung. Er trug Hüte aus Papier. Er ließ sich gern nackt anschauen. Sie schnappten ihn in der Nacht. Rumstehwache 4, Braun 8. Okay, und hier mal schauen. Er liebte das Bier. Er liebte die Frau. Er liebte auch Arsen. Mechanikerwache. Den Rest kann ich nicht entziffern. Dafür hast du ja uns. Ach, guck mal, Wachenbild, loses Wachenbild, aha. Eine Wache wie jede andere. Sieht aus wie die Wache neben ihm und wie die Wache neben ihm. Und wieso haben wir hier eigentlich zwei Lupen? Eine Wache wie... Aha, zwei Lupen. Eine Wache wie... Und hier? Das löst sich schon an der Seite. Dann lösen wir das Rätsel mal so wie das Bild. War jetzt überhaupt nicht witzig, aber egal, wir haben... Das Wachenbild? Können wir uns das denn vor die Nase halten oder sonst irgendwas? Ich könnte es mir vors Gesicht halten. Haha, seht mich an, ich bin eine Wache. Welcher Idiot würde denn darauf reinfallen? Das ist eine gute Frage. Das Bild der Mechanik. Ja, das ist eine gute Frage. Wie wär's denn, wenn wir einfach mal... Mechanikerwache hier, Kumpel. Kann ich mir was von deinen Sachen leihen, Kollege? Hallo, ich bin's, ja. Ich lass mich doch nicht verschaukeln. Was? Du bist doch eine der Aussichtswachen, die nie was zurückbringen. Nenn mir deine Mechanikerwachenkennung. Das ist ja zum Glück ganz einfach. Ich sage mal 4. Okay. Hey, Moment. Die Kennung hat 3 Teile. Klar, ich wollte gerade den zweiten Teil sagen. So, jetzt haben wir hier... Okay, statt grau nehme ich mal blau. Ah ja, das ist eine gute Farbe. Total unterschätzt. Und der dritte Teil? Das könnte eventuell die 10 sein. 10. Ach ja? Ist ja witzig. Ich dachte, du wärst tot.
Na dann, bedien dich. Ich habe eh keine Ahnung, wozu das gut ist. Aber zurückbringen. Natürlich bringe ich das zurück. Das hier zum Beispiel. Mechaniker, Wache, 4 blau, 10 hier. Kann ich den Eimer mit dem Klarlack haben? Von mir aus. Ich habe keine Ahnung, wozu man das braucht. Aber zurückbringen. Natürlich, so wie alles andere auch. Diesen Inbusschlüssel zum Beispiel. Mechanikerwache 4 blau 10 hier. Ich nehme das hier mal mit, ja? Was hast du da? Ich weiß nicht genau. Okay, nimm mit. So, und das Bauteil vielleicht? Kann ich das haben? Nein, das... Ja, okay, das geht nicht. Können wir nicht mit dem Klarlack vielleicht statt Wasser einfach mal... Das können wir doch dem Conroy geben, dann stirbt er doch... Oh. Kaffee ist fertig. Nimm reichlich. Schwarzer Lack. Ich habe keine Ahnung, wozu wir das brauchen. Jetzt gucke ich mich mal um. Bilderreihe kennen wir ja. Da ist eine Gang. Da ist eine örtliche Rowdy-Gang, die wohnt da. Basilenreihe. Können wir da auch irgendwas machen? Conroy lässt hunderte von ihnen bauen. Also eine Armee quasi, aber wozu? Das verstehe ich nicht ganz. Dann gehen wir mal in den Gang rein. Ich hoffe, das ist richtig. Hier muss Laura langgelaufen sein. Ich wünschte, ich könnte wie sie über Dächer springen. Aber ich muss meinen Kopf benutzen. Wir haben noch das Poster dabei. Mit dem können wir uns doch fakey-fakey für alle. Wählen Sie dich. Oh, wählen Sie dich. Das sind super. Oh, Alarmglocke. Eine Alarmglocke mit einem praktisch aussehenden Hämmerchen. Immer wenn der Vogel piept, laufen die hier quasi... Wache, 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 laufen die hier quasi durch die Gegend. Ein Hämmerchen, kann man das nehmen? Oh, hoppla. Ich muss Laura finden. Das ist voll der Kaiser Wilhelm Vogel. Ach, wie putzig. Irgendjemand hat ihn wie einen kleinen General angezogen. Der General Bergfrühling. Ist ja süß. Oh, ein Wellensittich. Na, will der Piepmatz ein paar Körner? Für dich immer noch Sergeant Piepmatz. Aber zu Körnern sag ich nicht nein. Kann man dich denn streicheln? Du kannst mich mal an meinem Pürzel kraulen. Was ist denn ein Pürzel? Die Fragen stelle ich hier. Warum hältst du mich von der Arbeit ab? Das ist ja wie ein kleiner Sergeant Rumpel im Käfig. Ist ja niedlich. Ach, da freue ich mich. Ja, du bist aber ein Süßer. Was tut ihr denn hier? Eine verdammte Pflicht. Wenn ich diese Deppen nicht in Ordnung halte, würden sie einfach stehen bleiben bis... Naja, sie würden einfach stehen bleiben. Das ist wie freitags beim Livestream, aber original. Ist der Job nicht ein bisschen eintönig? Manchmal wird's hier schon ein wenig einsam. Hey Junge, du hast nicht zufällig einen kleinen Spiegel, den du entbehren kannst? Nein, wofür denn? Einen Pinselstein vielleicht? Auch nicht. Ach, macht ja nichts. Dann putze ich mir heute Abend eben nochmal das Gefieder. Okay. Ein Bimsstein. Ich hätte ja gern so einen Vogelspielplatz, so einen kleinen. Ihr seid ein Wellensittich. Ah, super. Heißt das, ich kann fliegen? Ich meinte nur, dass das ein ungewöhnlicher Job für einen Wellensittich ist. Gar nicht wahr? Ich habe als Gruppensittich angefangen. Keine schöne Sache. Hab meine Kameraden einen nach dem anderen fallen sehen. Oh weia. Im Krieg? Nein, von der Stange. Kein schöner Anblick. Das kann ich dir zwitschern. Ach so, der hatte Kollegen von der Stange. Naja, so einer ist das. Kannst du denn auch ein Lied singen? Ich kann dir den Marsch blasen. Ey. Nein, ernsthaft. Besorg mir eine Trompete und ich beweise es dir. Ach, unsere alte Marschkapelle. Sergeant Piepmatz Lonely Hearts Club Band. Ach ja, das Original wie der Rumpi. Ihr arbeitet für Conroy? Jawohl. Seit 2 Jahren schon. Und verdammt stolz drauf. Warum? Endlich mal einer, der für Ordnung sorgt. Nicht dieses Wischi-Waschi-Zeug ohne Todesstrafe und mit persönlicher Freiheit und diesem ganzen Friedenskram. Ja, furchtbar. Ja, genau. Können wir den vielleicht mit der Handpuppe verarschen oder irgendwas? Und da fällt mir gerade noch was mit dem Hämmerchen ein, was mir zuerst einfiel vorhin, aber das muss ich gleich nach dem Gespräch machen. Erstmal jetzt quatschen wir weiter mit dem liebenswerten Vögelchen. Da fällt mir wieder ein, ach, ich hätte wieder so gern einen Wellensittich. Der ist so putzig einfach. Du arbeitest also gerne für Conroy. Keine Frage. Wenn die Basilen hier fertig sind, kehrt endlich mal Struktur ein. Was hat Conroy denn vor? Na, wonach sieht's denn aus? Eine Party wird er bestimmt nicht schmeißen. Ja, er hasst Partys. Oh, Sekunde.
Er will Asposien unterwerfen. Er will nur das Beste für die Leute. Leider wissen die Leute nicht immer, was das Beste für sie ist. Aber ich habe schon zu viel verraten. Was ist eigentlich mit meinen Körnern? Die Körner sind nicht das Beste für dich. Ich glaube, du kriegst gleich eine Watschen. Die Wachen hier stehen unter deinem Kommando? Du meinst diese Einheit von hochgeschulten Spezialisten? Feine Jungs! Jeder hat ein besonderes Talent. Zum Beispiel? Zum Beispiel die Mechanikereinheit, die absolute Elite. Ein paar von diesen Teufelskerlen können sich sogar allein die Schnürsenkel zubinden. Boah. Oder die Marschwachen. Was diese Jungs wegmarschieren, solange kein Hindernis ihren Weg kreuzt. Wie zum Beispiel eine Tür. Ja, ist ja ein Traum, was die hier zurechtgeschult haben. Das sieht wirklich aus wie eine Klonarmee. Und die Klamotten hier ist auch neuester Schrei. Einfach ein Traum. Okay, danke für das, Gespräch. Oh, wird nicht sentimental, Junge.